Wir haben angefangen mit relativ einfachen Wärmebehandlungen, sage ich mal. Wir sind nach dem Training ins Wärmebecken gegangen bei 38 bis 40 Grad und haben sozusagen einfach langsam angefangen, den Körper auf diese Temperaturen vorzubereiten. Wir hatten das Glück oder das Pech, dass bei uns im Trainingslager die Wassertemperatur im Becken leider nicht immer so war, wie es die Beckenschwimmer gerne gehabt hätten. Es ein bisschen wärmer geworden ist. Das war einfach auch für den Kopf einfach mal gut zu sehen, wie es funktioniert ich bei 29, knappen 30 Grad Wassertemperatur. Ist in der Schwimmhalle natürlich noch mal ein bisschen doller, weil die Luftqualität auch einfach nicht so gut ist, wie sie denn hier in Japan sein wird. Wir haben auch schon angefangen, verschiedene Sachen auszuprobieren, wie man den Körper auch runterkühlen kann, also der Hitze einfach entgegenwirkt. Da arbeiten wir zum Beispiel mit Kühlwesten oder einer Kühlhaube, die man unter seinen Cappy ziehen kann, um einfach mit Verdunstungskälte zu arbeiten. Das ist einfach ja, ein nasser Stoff und das Wasser verdunstet dann aus diesem Stoff und das kühlt dann den Körper darunter ein wenig runter. Dann haben wir unter anderem auch noch Eisgetränke vorbereitet und ausgetestet, haben den Körper darauf vorbereitet, auch ja, mit sehr kühlen Flüssigkeiten klarzukommen. Das ist ja auch nicht unbedingt üblich, dass der Körper auch sehr kalte Getränke mag. Das wird ja, ich sag mal, eigentlich eher davon abgeraten, im Sommer zu kalt zu trinken, um den Körper noch zusätzlich zu belasten. Aber damit versuchen wir dann unsere Körperkerntemperatur auch während des Rennens dann einfach runterzukühlen. Es war nicht einfach, aber mit dem warmen Wasser komme ich sehr gut mittlerweile klar. Also der Körper hat gelernt, damit klarzukommen. Und ich war überrascht auch, wie gut ich mit den kühlen Getränken klarkomme. Das hatte ich ja im Vorwege erstmal für unsinnig gehalten oder war nicht unbedingt davon überzeugt, aber mittlerweile funktioniert das sehr gut und ich habe eigentlich nie große Probleme gehabt. Habe dann, als wir diese warmen Temperaturen hatten, aus Versehen im Trainingslager gemerkt, wie positiv sich das auch auswirkt auf meinen Körper. Und bin da sehr positiver Dinge, dass wir gut vorbereitet sind. Mir noch kein Stechen lassen. Ich habe auch eine Story gesehen von einem Läufer, glaube ich, der sich schon im Vorwege das Tattoo stechen lassen hat für Tokio 2020 und dann wurde es leider verschoben. Dementsprechend bin ich ganz glücklich, dass ich das noch nicht gemacht habe. Das ist eine Sache, die ich natürlich erst im Nachhinein machen werde. Ich bin zwar qualifiziert, aber Olympionike bin ich meiner Meinung nach erst, wenn ich im Wasser war. Auch wenn ich nicht angekommen bin, aber wenn ich einmal drin war, dann bin ich Olympionike. Und das werde ich ja im Nachhinein machen. Das ist auch, ich sag mal, ein kleiner Kindheitstraum von mir gewesen. Also seitdem ich das gesehen habe, wollte ich das auch immer haben und das war eigentlich ursprünglich das einzige Tattoo, was mir meine Eltern genehmigt hatten. Aber als ich dann die Unterschrift von meinem Vater gewählt habe, 2016, ja, gab es auch nicht viele Widerworte. Irre würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich würde sagen, man muss sehr zielorientiert sein und sehr, sehr willensstark. Das ist, denke ich, die Hauptvoraussetzung. Also es ist wirklich eine Menge, also wenn man mal vom Rennen absieht, ist es im Vorwege einfach sehr, sehr viel Training, ja, sehr, sehr viel Quälen und im Rennen natürlich auch ja, schon Kontaktsport, aber ich sage mal, wir sind ja mittlerweile, wir kennen uns alle und wir nehmen auch Rücksicht aufeinander und ja, es ist alles nicht so einfach, aber ich denke, wenn man sehr, sehr zielbewusst arbeitet und auch einfach Spaß an der Sache hat, also wenn man gerne, gerne schwimmen geht und wenn man die Möglichkeit hat, wie ich jetzt zum Beispiel das hauptberuflich zu machen, dann hat man einfach auch meiner Meinung nach ein ziemlich privilegiertes Leben. Also wer kann sagen, dass er sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Und ich sag mal, dann ist, keine Ahnung, eine 10 Kilometer Trainingseinheit, dann ist es auch, ja, dann macht es auch Spaß, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt ein bisschen schwimmen und danach mache ich Mittagspause oder danach habe ich Feierabend. So bekloppt muss man da gar nicht sein.
Also es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Leben, was wir hier leben können. Der Vorteil während des Rennens ist jetzt nicht allzu groß. Natürlich kennt man einen Konkurrenten vielleicht noch mal einen Ticken besser als die anderen. Hat einen, der mehr Rücksicht auf einen nimmt. Aber wir sind da sehr, ich sag mal, beide sehr zielorientiert und nehmen Rücksicht aufeinander, aber haben jetzt keine gemeinsame Strategie. Der Vorteil ist wirklich eher im Vorwege, im Training, im alltäglichen Ablauf. Man hat, also wir haben jeweils einen Freund an der Seite, der das Gleiche mit einem durchsteht und der einen dabei unterstützt. Ich denke, da ist, der große Vorteil für uns beide. Das kann sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil sein. Ich denke, wichtig ist, dass man sich im Vorwege darauf einstellt. Das birgt Vorteile, indem man einfach eine bessere Übersicht über das Feld hat. Man müsste eigentlich alle Konkurrenten direkt im Blick haben können. Nachteil kann es natürlich darstellen, dass man einfach auch taktisch, ich sag mal, eingeschränkter ist. Also eine extreme Tempoverschärfung im frühen Teil des Rennens ist vielleicht nicht ganz so effektiv wie sonst war, weil du relativ wenig langsame Schwimmer hast, die das Feld kaputt machen können, also die dann die Löcher reißen lassen. Aber für mich persönlich ist das jetzt erstmal nicht so relevant. Ich werde meine Strategie schwimmen, wie ich sie meistens sonst auch mache. Und da ist es dann eigentlich egal, ob viele Leute hinter mir schwimmen oder ob es dann doch eher wenigere sind. Die EM hat halt erstmal als Überprüfung gedient für Trainingsergebnisse, die wir schon im Vorwege hatten und haben diese halt auch bestätigt, haben natürlich auch gezeigt, dass die internationale Konkurrenz nicht geschlafen hat in den letzten Jahren und auch die Pandemie gut überbrückt hat. Im Prinzip eigentlich stark wie eh und je ist. Im Trainingslager haben wir dann bei mir persönlich viel, viel Wert auf Grundlagenausdauer gelegt, nochmal an der Kraftausdauer gearbeitet und die Trainingsergebnisse an sich, die haben schon sehr gut aufgezeigt, dass wir gute Fortschritte gemacht haben und gerade die Defizite, die wir im Vorwege gesehen haben der EM, dass wir die eigentlich aufgearbeitet haben und dass ich mich persönlich sehr gut weiterentwickelt habe. Und das alleine gibt schon sehr viel Selbstbewusstsein jetzt den Wettkämpfen entgegen, dass ich ja mich in Bestform befinden werden kann. Also wir haben jetzt natürlich noch 3 Wochen, in denen ich mich davon erholen muss. Ich habe 6 sehr, sehr harte und lange Trainingswochen gehabt. Also ich bin, ich glaube, circa 95 Kilometer geschwommen in den 6 Wochen pro Woche. Und das tat schon sehr weh. Also ich bin bis zu 109 Kilometer geschwommen. Das unter Höhenbedingungen, das ist schon ja, eine ganze Menge. Und auch das durchgemacht zu haben und das überstanden zu haben in der Qualität, wie ich es habe, ja, das gibt mir einfach sehr viel Kraft fürs Rennen.